Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics. Heute wieder mit einem weiteren Trainingsupdate für euch oder so. Wir gucken uns heute mein letztes Bankdrücktraining an. Das wird wahrscheinlich auch das letzte für den zweiten Cycle sein. 131 Kilo, 131 Kilo glaube ich waren es, für 5 Sätze, 3 Wiederholungen. Und somit auch das schwerste Trainingsgewicht, was ich jetzt für 3 oder 4 Jahre dann gedrückt habe. Ihr wisst es ja vielleicht, ich bin in dieser Intensitätsphase, wo ich jetzt versuche, Bankdrück nochmal richtig anzugreifen oder zumindest auf ein besseres Niveau zu kommen. Das grobe Ziel war es, nach 4, 5 Monaten an die 160 zu drücken. Wir werden mal gucken, ob das am Ende dann wirklich dazu kommt oder nicht. Schön wäre es natürlich, weil 160 ist dann schon mal so ein Meilenstein. Ab da kann man vernünftig aufbauen. Da kann man sich wieder fast als Powerlifter zählen, sag ich mal. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir gucken uns heute die kompletten Sätze an. Ich will es so ein bisschen detaillierter machen, ohne Warm-up, aber dass ihr einfach auch mal so seht, wie verläuft denn das so von Satz zu Satz, die ganze Geschichte. Und dann bespreche ich auch mit euch, was wir jetzt die nächsten Tage und Wochen dann machen wollen und werden, dass ihr einfach so einen besseren Überblick habt, was jetzt so abgeht. Okay, also ich bin jetzt 2 Cycle into diesen Intensitätscycle. Wir haben am Anfang gestartet mit 110 Kilo 5x5 für ein Estimated One Rep Max von 135, war das glaube ich im ersten Satz. Ja? Wir sind jetzt nach dann diesen 8 bis 9 Wochen bei 131 5x3 für ein Estimated One Rep Max von 145, so um den Dreh, 145, 146, so. Also, um 10 bis 11 Kilo haben wir uns in der Zeit gesteigert. Und wenn wir uns angucken, was ich im ersten Cycle, in der ersten Woche auf Dreier gedrückt habe, vor allem wie ich das gedrückt habe, ich blende euch das hier mal ein, hier könnt ihr es sehen, 120, 5x3. Und der API war nicht so viel besser als jetzt. Ich glaube, der war so bei 7,5 bis 8, so um den Dreh. Und jetzt, diese 8, 9 Wochen später, wie gesagt, die 131, 5x3 und um einiges kontrollierter, um einiges sicherer von der Technik her und vom API auch ungefähr API 8, 8,5. Ja, also kann man sagen, gut was draufgepackt und ja, dann, wir gucken uns einfach jetzt mal an, wie das Training verlief. Also wir haben 5 Sätze gedrückt, ich bin eingestiegen mit 131, mit einer 8,5. Ihr könnt es, die Unterschiede wahrscheinlich nicht wirklich sehen, aber ich habe mich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich war vom Kopf noch nicht so wirklich da. Ich war nicht auf Angriffsmodus, habe auch die Kopfhörer nicht drin gehabt wie die letzten Einheiten, sondern einfach easy 131 dreimal drücken. Mal gucken, wie es sich anfühlt. So, hat sich gut angefühlt, aber war schon schwer. Für euch sieht es vielleicht aus wie eine API 8 oder was Einfacheres. Ich habe dem Ganzen eine 8,5 gegeben, weil ich das ja schon relativ realistisch halten möchte, was eine 145 gewesen wäre. Bin im zweiten Satz dann hingegangen, habe gesagt, komm, Kopfhörer rein, bisschen krasser drücken und ab die Post. Und habe das dann gedrückt und das Ganze kam dann auf eine API 8 raus. Die Pause dazwischen ist so circa 3, 3,5 Minuten am Anfang, ne? Also sagen wir 3 bis 4 Minuten, bis ich dann wirklich anfange zu drücken. Also die Pausezeiten zwischen Sätzen 3 bis 4 Minuten und das zieht sich auch durchgehend so durch in diesem Training. Dritter Satz war dann nochmal 131, wieder API 8,5, vierter Satz dann API 9 und letzter Satz 9,5. Wobei man aber sagen muss, die APIs in den letzten Sätzen sind dann eher auch dem geschuldet, dass ich dann versuche, einen Ticken was anderes zu machen, mich so ein bisschen rantaste noch, weil ich halt weiß, es geht sicher durch. Ich hätte wahrscheinlich auch, hätte ich mich voll konzentriert, die APIs da auch noch besser halten können. Ja. Aber wenn ich dann weiß, es geht easy durch, ich schaffe das und dann versuche ich halt auch ein bisschen zu experimentieren, fühlt es sich leichter an, fühlt es sich schlechter an. Aber muss ich sagen, von Satz zu Satz geht die Leistung natürlich dann runter. Aber bei einer Pausenzeit von 3 bis 4 Minuten und am Ende dann eher 4 Minuten, da kann man dann natürlich auch etwas Leistung noch über die Sätze halten. Und normalerweise würde ein API-Abfall auch krasser sein. Also nicht, dass man hat 8,5, dann 8, dann 8,5, dann 9, 9,5. Daran seht ihr eigentlich schon, dass sich technisch oder ausführungstechnisch zwischen den Sätzen was verändert hat. Weil es kann nicht die gleiche Ausführung sein, weil rein realistisch müsste ich schwächer werden. Entweder ich habe mich verschätzt vom API her oder ich habe was verändert an der Technik mit mehr Schwung, mit bliblablub. Ne? Also das einfach so zum groben Ding her. Und das ist auch so. Ich versuche dann zwischen den Sätzen ein bisschen was auszuprobieren, ein paar Sachen anders zu machen, mich fester zu machen, mal schneller zu drücken. Aber alles in allem das Ganze in einer sauberen Technik zu halten. Und ich bin durchaus zufrieden, was wir jetzt in der kurzen Zeit erreicht haben.
waren aber natürlich auch der Überzeugung, dass es halt dazu kommt. Und wir haben ja auch noch einiges vor uns. So, durch diese starke Steigerung, die wir jetzt hingelegt haben in diesen 8, 9 Wochen, was bei mir immer das Problem ist, mein Trizeps macht komplett dicht. Und ich habe ja in den letzten Einheiten gesagt, in den letzten Videos gesagt, ich habe nur noch das Training reinbekommen, drumherum habe ich gar nichts gemacht. Keine Soft Tissue Work, nichts mit Massagen, auch ne, Schlaf und Ernährung war ja auch immer so ein bisschen tricky so. Und vor allem vor dem Hintergrund kann ich recht zufrieden sein, dass wir in so kurzer Zeit jetzt eigentlich mich auf das stärkste Niveau gebracht haben, auf dem ich je war. Ich glaube, 131 habe ich noch nie für 5x3 gedrückt, noch nie mit dem API gedrückt und wir sind guter Dinge. So, und ich will das Ganze jetzt erstmal abspeichern, weil ich merke, oder habe zwischendurch mal gemerkt, so Trizepssehne zwickt ein bisschen. Nicht so, dass die jetzt hier krass entzündet wäre. Ich habe hier keinen Schmerz oder so. Auch nicht während dem Drücken. Das ist mehr danach so ein leichtes Zwicken. Und früher hätte ich einfach für YouTube gesagt, für Content, komm, baller noch 3 Cycle durch, scheiß drauf. Aber ich weiß, ich habe mir jetzt schon zweimal die Trizepssehne entzündet bei solchen Aktionen, wo ich durchstarten wollte. Einfach nur für Content. Und das machen wir diesmal nicht. Ja, was ich jetzt machen werde, ist mich beruhigen. Ja, also ich habe jetzt auch nur einen von den 3 angedrückt, hätte jetzt auch noch einen drücken können. Ich habe mir aber beim letzten Mal so den Trizeps wegmassiert, dass sogar der Nerv einen leichten Schaden bekommen hat und ich ein Taubheitsgefühl im Daumen hatte. Like, also no shit. Nach der letzten Bench-Einheit dachte ich, komm, massierst du mal richtig den Arm durch, Digga. Ich das Ding komplett weggeknallt über der Langhantel, bis das so angeschwollen war, dass der Nerv, also dass irgendwas auf den Nerv gedrückt hat. Ich konnte hier den Unterarm, also ich konnte nicht mehr diese Bewegung machen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt, Alter. Was ist das? Also nicht anführen, sondern hier Unterarmmuskulatur war tot, so nach dem Motto, und der Daumen auch. So dachte ich so, oh, gar nicht so gut. Und ja, das hat sich dann aber gegeben. Vor allem, also das hat 2 bis 3 Stunden angehalten. Ne? Also das war jetzt nicht so, ja, wie auf dem Klo, wenn man sich hinsetzt, Digga, ein bisschen zu lange sitzt, dann aufsteht und die Beine sind taub und das geht nach ein paar Minuten wieder. Das Ding hat einfach 2, 3 Stunden, konnte ich das nicht richtig benutzen. Ich hab schon ein bisschen Panik geschoben. Aber ja, was wir in 2 Wochen machen werden, ist der Muskel, sowieso der Trainingseffekt von diesen 9 Wochen jetzt, der hält ja an. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in 2, 3 Tagen nicht wieder trainiere, oh, ich baue ab, sondern die Effekte können sich jetzt auch mal ein bisschen ausbilden und wir chillen jetzt wirklich erstmal 2 Wochen, nur ganz easy, ich drücke natürlich weiter, aber so API 4, API 5, ganz entspannt, weniger Volumen und eher auf nochmal Brust, also nochmal ein bisschen aufdehnen alles und Trizeps durchmassieren, dass wir den wirklich locker bekommen, dass der nicht andauernd Druck aufs Ellenbogengelenk packt, damit wir danach wieder schön 2 Cycle durchballern können. Das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt die nächsten Tage vorhabe. Also ich bin zufrieden mit der Steigerung. Wir müssen aber die gleiche Steigerung nochmal replizieren. Also wenn ich jetzt ungefähr bei 145 wäre, 146 um den Dreh, je nach Tagesform waren es ja auch mal mehr, waren es ja mal weniger, aber wir müssen ja realistisch bleiben. Im Prinzip muss ich nochmal 10 Kilo draufpacken, damit ich auf jeden Fall mal 155 drücke, weil das will ich auf jeden Fall so. Also das auf jeden Fall. Und ja, deswegen Kopf einschalten. Wir haben jetzt krass durchgesteigert. Wir regenerieren jetzt, wir lassen dem Ganzen jetzt mal ein bisschen Zeit, lassen die Effekte mal, ne, ein bisschen wirken, halten natürlich die Koordination drin, aber leichter API, leichtes Volumen jetzt. Also wenn ihr euch das vorstellen wollt, wenn ich jetzt normalerweise gedrückt habe, 5x5, 5x4, dann werde ich jetzt wahrscheinlich so 3x4 vielleicht drücken, dreimal die Woche oder 3x3, 3x4 so um den Dreh, aber dann API 5, also oder API 4, richtig leicht, richtig smooth, nur für Technik, nur für Bewegung und danach ausmassieren, dass das wirklich locker wird, die Scheiße. Aber das ist ein Thema, das ist mein Problem. Ne? Also ich habe das, mein Trizeps generell, wenn ich zum Beispiel beim Daniel fühle, der ist butterweich, das Ding auch damals, als er richtig durchgeballert hat, butterweich, das Ding, bei mir, du drückst rein, Digga, einfach Beton. Und nicht, weil der Muskel so krass ist, sondern einfach, weil so viel unnötige Spannung drin ist. Und ich weiß nicht warum, ob das vom Zocken kommt, ob das vom, ihr wisst, was kommt. Keine Ahnung, Digga. Der ist immer auf Spannung. Und die will ich jetzt einfach mal rausbekommen. Das ist so ähnlich, wie ich das hier auf der Außenseite beim Oberschenkel habe. Ich weiß nicht, ob es einige von euch gibt, die das kennen, aber da ist so viel ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, ja, was dafür genau verantwortlich ist. Es muss ja irgendwie das Nervensystem sein, irgendwie neurologisch muss das ja erklärbar sein. Wenn ich ganz normal sitze, habe ich das, dass diese Muskulatur, je nachdem, einfach unkontrolliert kontrahiert. So wirklich so richtig wie Spasmen, aber nur auf der Außenseite. Und genau so ist es hier auch, einfach, dass du wirklich dieses Zucken hast, da ist so viel Spannung und Druck drin, dass der durchgehend auf Druck ist. Falls es Sinn macht.
Und das wollen wir einfach wirklich einfach ein bisschen rausbekommen, dass ich mir da jetzt nicht, nur weil ich jetzt hier ein bisschen ballern will, irgendeinen Quatsch reintrainiere. So, that's the Stand, ja. Und entschuldigt mein Englisch, ich bin im Moment voll auf diesem Alles-Vermischen-Film. Auch am Anfang habe ich, glaube ich, an irgendwas, irgendein Wort in der Mehrzahl, ein S gesetzt oder so. Das war Absicht, ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Komm auf den Punkt, Tyson, was wollte ich Ihnen eigentlich mitteilen? Also ich wollte mit euch reden über meine Einheit. Lief gut, guckt euch das Verhältnis an, API fällt wenig ab, weil ich hochkonzentriert bleibe, gute Pausen habe und reindrücke. Auch hier nochmal, das wollte ich noch mit ansprechen. Einige haben ja gefragt, wie kann man sowas machen, wie macht man sowas, bliblablub. Das war das schwerste Training vom API-Bereich. Das heißt, und das ist die letzte Einheit, jetzt geht es wieder in den nächsten Cycle, so ist mein Training gestaltet. Das heißt, von API 6,5 bis maximal 9,5 und das auch nur die letzten 5% vom Training. Also ich will wirklich vermeiden, dass ich ans Versagen trainiere, nah am Versagen trainiere, sondern wirklich davor viel Bewegung, viel sauberen Shit, dass die Bewegung reinkommt, dass Kraft reinkommt. Und genau so solltet ihr das halt auch gestalten, wenn ihr sowas macht. Ja, und hört, und auch das, was ich jetzt quasi gerade mache, das ist eigentlich ein guter Move, den hätte ich früher nicht gemacht, weil ich gesagt hätte, für die Show, scheiß drauf, wird schon halten. Es hält meistens nicht, zumindest bei mir hält es nie. Wenn ihr merkt, es fängt an zu zwicken hier, dies, das, der Progress, der geht nicht weg. Ruhig. Und dann guckt auch, wie könnt ihr das verbessern. Guckt, versucht die Ursache zu finden. Bei mir ist es wirklich einfach so eine chronische Spannung immer in der Muskulatur, vor allem im Trizeps und hier Außenseite, Oberschenkel, rausmassieren. Und wenn, ich habe ja erklärt, ich hatte keine Zeit dafür, die muss ich mir jetzt nehmen. Ja, und dann ist der Plan, die nächsten zwei Cycle, die wir machen, härter anzugehen. Also einen Rep-Bereich runterzugehen. Einer davon wird auf jeden Fall sein Vierer, Dreier, Zweier. Wahrscheinlich mit Top-Set und Back-Off-Sätzen und sowas, ne, um einfach nochmal mehr Volumen reinzubekommen. Und vor allem dann richtig, ich habe jetzt wieder mehr Zeit, wird Gas gegeben und das war der Stand. Ich wollte euch eigentlich nicht mehr erzählen. Ich wollte euch nur reinflexen, wie ich mich gesteigert habe. Ich wollte euch erzählen, dass ich jetzt Diod mache aufgrund von der Trizepsgeschichte. Kopf einschalten. Auch hier nochmal, viele machen ja immer so auf Körpergewicht und so. Mein Körpergewicht ist ungefähr gleich geblieben aufgrund von dieser mangelnden Ernährung. Mal im Überschuss, dann wieder im Defizit, mal im Überschuss, dann wieder im Defizit. Also es ist nicht nur, dass man viel essen muss, um jetzt das, was das Ganze natürlich begünstigen würde. Aber mein Körpergewicht ist auch gleich geblieben in der Zeit. Ich wiege so circa 93,5 morgens. Und ja, that's that. Und ich habe hier so einen richtig ekelhaften Pickel. Digga, also den hatte ich gestern schon bei den Videos. Das ist, sobald ich meinen Kopf irgendwo hinbewege, das zieht. Das ist so unangenehm beim Pennen, wenn du so liegst, Digga, hast du hier so einen Pickel, Digga, egal wie du dich, ich weiß nicht. Ich habe heute Morgen versucht, den auszudrücken. Das war eine dumme Idee. Seitdem ist er nur dicker geworden. Ja, also, ich hoffe, ihr habt keinen Pickel am Hals. Und kurzer Einblick ins Training, ein bisschen wirr wieder, man kennt mich. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Und wenn euch diese Art der Videos gefällt, beziehungsweise einfach, wenn ich ein dufter Typ bin, ihr wisst, wie es läuft, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ich habe alles gesagt, ne? Ich sollte mir wirklich Skripte schreiben. Bin nicht so der Typ für Skripte, aber... Peace.